aus der Serie billigerwohnmobilekaufen.de. Andreas Marein, du hast einen neuen Brand zusammen mit German Television ins Leben gerufen, denn immer mehr Leute haben tolle Wohnmobile und die stehen vor der Tür, sie wollen vielleicht was Neues kaufen, sie wollen sie abgeben, aber sie wollen A, gute Preise haben und B, sie wollen die Gewissheit haben, dass er in gute Hände kommt. Ist das wirklich so? Ich meine, letztendlich kann mir doch egal sein, wo er hinkommt. Ja, das sehe ich jetzt auch tatsächlich persönlich ein bisschen anders. Ein Wohnmobil ist schon eine relativ emotionale Geschichte. Da sind zum Teil Kinder drin groß geworden. Da hat man tolle Urlaubsreisen mit der Partnerin gemacht, tolle Sonnenuntergänge erlebt und so weiter. Das ist schon mal was anderes, als wenn man jetzt einfach nur ein Auto verkauft. Und oftmals haben natürlich Leute, jetzt gerade in dem Segment, wo wir uns mit billigerwohnmobilekaufen.de aufhalten wollen, nämlich im Gebrauchtwagenbereich im oberen, ich sage jetzt mal finanziellen Drittel, hat man mit Leuten zu tun, die eben nicht jetzt ihr Auto ins Internet setzen wollen und dann, ich sag mal, nicht mehr steuern können, wer kommt sie zu Hause besuchen, wer schaut das Fahrzeug an und späht vielleicht noch irgendwie andere Dinge aus, weil es ist ganz klar, da wo diese Autos herkommen, das ist jetzt nicht aus der sozial schwächsten Bevölkerungsgruppe. Ne? Ja, man sieht hier, das Fahrzeug wurde, ist ein 2012er, aber es wurde permanent up-to-date gehalten. Ich habe gesehen, das neueste CBE-Bedienfeld ist drin. Ja. Hier hast du LED-Tagfahrlampen sind nachgerüstet worden. Ja. Alles professionell, richtig? Ja, absolut. Also der Mann, ich sag jetzt mal, das war wirklich ein Freak, was das Wohnmobil betroffen hat, als ich das Auto bei ihm zu Hause selber abgeholt hat. Diese Schiene fahre ich auch selber bei uns im Haus. Das Auto kommt aus Herne. War wirklich in der Halle, standen die tollsten Sachen drin, allen gefangen vom Oldtimer, Unimog, alter Porsche, Quads, Motorräder. Also das war einer, da war wirklich Benzin im Blut. Achso, du guckst dir alle selber an, oder wie? Ja, ja, ich fahre alle Fahrzeuge dann auch selber mir anschauen und hole die dann auch selber ab, weil das, denke ich, ist schon wichtiger. Den Einkauf, den möchte ich also schon noch selbst machen. Dieses Fahrzeug kommt übrigens vor dem Vorbesitzer, wo ich das Fahrzeug von habe, hat er es von Ralf Schumacher übernommen. Das heißt, das Fahrzeug war früher mal von Ralf Schumacher gewesen. So, das war ein Fahrzeug, ich glaube eine Kooperation, Ralf Schumacher Concorde, der hat das benutzt. Genau. Und das Fahrzeug ist absolut gepflegt. Das Coole ist, es riecht, ist rauchfrei, das unterschreibe ich dir. Ja, ganz genau. Das Auto ist von innen drin, wenn man reingeht, das kann man mit der Kamera nicht einfangen. Der hat jetzt keine unangenehmen Gerüche oder so. Ich möchte sagen, der riecht noch wie neu, aber man riecht wirklich das Leder da drin, das riecht man im Fahrzeug. Und ansonsten ist das Fahrzeug wirklich vom Pflegezustand sensationell und er hat eine traumhafte Ausstattung. Ja, das werden wir gleich mal sehen. Das ist ein Haus auf Rädern, was gepflegt wurde. Das heißt, wir reden hier über Basisfahrzeug Iveco Euro Cargo. Richtig. Der ist auch bewusst kein 7,5 Tonner, weil das wäre unseriös. Der hat richtig Zuladung noch mit drin. Ja. Und er ist 10 Meter lang. Sowas kriegst du auf 7,5 Tonnen schwer hin, oder? Eigentlich gar nicht. Ganz genau. Also der hat ja eigentlich schon leer, also sprich Masse im fahrbereiten Zustand, um die 7,6 Tonnen und hat ein Gesamtgewicht von 8,4 Tonnen. Das heißt, wir haben also jetzt hier nochmal eine gute Zuladung von 800 Kilogramm. Man kann das Chassis aber auch tatsächlich noch nach oben hin auflasten, wer es denn braucht. Das geht so. Du brauchst einen Führerschein Klasse C oder CE, das ist klar. Oder den alten Dreier. Nee, das geht hier diesmal nicht. Nee, das geht hier diesmal nicht. Da wäre bei 7,49 Schluss. Mach mal auf hier, Klappe. Genau. Ja, hier unten haben wir dann jetzt halt drin sitzen. Der hat auch einen Dieselgenerator. Ich meine, aus dem Kopf raus hat der 6 kW. Der läuft auch sehr, sehr leise. Den können wir gleich mal starten. Also wenn man im Fahrzeug ist, merkt man den eigentlich überhaupt nicht. Also der macht Strom. Ja, der macht Strom zum Beispiel. Ja, genau. Da vibriert nichts oder man hört den jetzt da unten rumknattern oder so. Und der hat eben auch eine ordentliche Leistung. Ne? Hier haben wir auch nochmal dementsprechend vernünftiges Staufach halt. Und was der Kunde gemacht hat, der hat überall nochmal, klar, der Eurocargo hat ja Druckluftbremsen drin und er hat sich eben auch die Druckluft zunutze gemacht, hat überall im Fahrzeug, auch in der Heckgarage, Druckluftanschlüsse, wo man einen Schlauch anschließen kann, für Reifendruck zu prüfen, für eine Luftmatratze aufzupumpen oder ein Schlauchboot. Mhm. Hier sitzt dann die Pumpe von der hydraulischen Hubstützenanlage. Die das hat er? Ja, natürlich. Da hat eine hydraulische Hubstützenanlage drin. Das ist die Hydraulikpumpe, die da sitzt. Okay, verstanden. So. Ja, dieser Kasten hier ist im Grunde genommen nur dafür da, um den Lüfter des Kühlschranks einzuschalten, damit er die Abwärme ein bisschen wegbekommt, weil der hat einen Absorberkühlschrank und keinen Kompressorkühlschrank drin. Gut. Aber da muss man sagen, wenn die ordentlich gewartet werden, das Wichtigste ist da die Reinigung der Kanäle und auch mal eine Einstellung. Da passiert zwar nicht so viel, aber der Lüfter bringt richtig was, oder? Der bringt richtig viel, das ist in der Tat so. Ja, ganz genau. Hier ist einfach nur ein Stauraum, da ist jetzt nichts drin verbaut. Hier haben wir jetzt nochmal eine Serviceklappe, halt, um jetzt an den Tank zu kommen und den Kraftstofftank zu befüllen. Diesel?
Ja, natürlich Diesel. Ja, also so den als Benziner, ich glaube, dann wird es wirklich teuer und gerade jetzt bei den jetzigen Spritpreisen. Also ich habe früher auch mal einen Euro Cargo gehabt, den fährst du auch mit 13,5, 14 Liter. Wenn du den natürlich jetzt mit 100, die du natürlich nicht fahren darfst, aber die eigentlich die richtige Reisegeschwindigkeit ist, dann geht der an 16, 16,5 Liter dran. Also ich finde, das ist absolut... Ich glaube, in Deutschland darf man nicht fahren. Ja, es gibt ja Länder da... Ja, ich glaube, Frankreich darf man, du kommst aus Frankreich. Aber wir lassen das mal offen, so ja, genau. nicht, dass es dann doch nicht ist. Garage, die ist schon... Unglaublich, das ist schon eine Frechheit, wie groß die ist. Ja. Denn die ist viel breiter wie bei meinem gewesen. Das ist natürlich die Länge 10 Meter. Das ist immer noch handlich. Du fährst teilweise Autos, die du abholst, die 12 Meter Länge haben. Gut, du kennst dich aus. Das geht alles. Das ist eine Frage der Übung. Das geht alles. Das ist eine Frage der Übung. Ich möchte jetzt an der Stelle bitte noch mal darauf hinweisen: Der ist gerade erst reingekommen. Der ist noch nicht aufbereitet, der Wagen. Das heißt, der geht gleich am Montagmorgen, geht der bei uns erstmal die Aufbereitung rein. Dann ist der Sand, der hier noch liegt vom Strand. Das sieht man alles nicht. Und der Boden ist poliert. Das Auto sieht dann wirklich aus wie neu, wenn wir da einmal drin waren. Das ist richtig, aber genau. hier oben ist Alcantara ist drin. Ganz genau. Dann hat er hier, sehe ich hier Riffelblechablagen. Hier vorne siehst du, gut, der war ja auch für den Ralf Schumacher gebaut. Das heißt, das Thema Druckluft war ihm ja wichtig, oder? Das war ihm offensichtlich wichtig. Der hat auch ein zentrales Staubsaugersystem. Der Staubsauger ist da vorne drin verbaut. Das heißt, man kann innen drin einen Schlauch, der hier vorne liegt, kann man einstecken und kann damit im Grunde genommen das ganze Fahrzeug staubsaugen. Der geht bis vorne zum Armaturenbrett hin, der Schlauch. So, Außendusche, also ob hier ein Roller rein kann, dass die Frage stellt sich nicht. Nee. Hier können eine Harley rein, hier hinten, oder? Hier kann eine Harley rein, da hat er auch mit Achslasten, hat der Bursche überhaupt kein Problem. Bordnetztechnisch ist das Fahrzeug auch mit Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und der hat 3x210 Ampere hat er drin liegen. 3x210 Ampere Lithium. Mhm, ganz genau. 3x210, ganz so viel genau. Wie mein Morello. Sind wir bei 630 Ampere und ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, der Generator hat 4 kW und nicht 6 kW. So, und der hat Solar am Dach? Der hat Solar auf dem Dach, wobei da ist er jetzt tatsächlich ein bisschen schwach ausgerüstet. Da geht also noch ein paar, das sind noch ein paar Quadratmeter frei, die man mit Solar auflegen kann. Ich meine, er hätte auf dem Dach irgendwas um die 400 Watt liegen, aber Fahrzeuge mit der Länge, da ist es auch kein Problem, ich sag mal 1400, 1500 Watt aufs Dach zu bringen. So. Anhängerkupplung 3,5 Tonnen, jetzt für die Motorsportfans und für die Bootfans, die ein Boot ziehen wollen oder halt einfach nur Pferdesport betreiben. Das sind auch Stützlasten, glaube ich, 150 Kilo und mehr ja, können ja. Die, oder? Das ist ein LKW, ne? Also der kann schon was. Das ist jetzt nicht irgendwie jetzt so... So, Rückfahrkamera hat er mit drin. Sag mal, der steht hier gut da für einen 12er, oder? Wie gesagt, der ist noch keine Politur. Der ist nur einmal kurz übergewaschen worden, weil unser Aufbereiter leider diese Woche krank ist. Deswegen das sieht man hier alles. Alles nicht so schlimm. Das ist also, alles ist, und der, also das heißt, er wird im Zweifel noch besser. Der wird perfekt werden, natürlich. Was ich auch noch nie gesehen habe, hier, dass du hier die Lampen öffnen kannst. Das finde ich auch ein nettes Gadget. Ja, das muss man sagen. Das ist einer der wenigen Hersteller, wo man echt ohne Probleme drankommt. Man nimmt da einfach nur eine 10-Cent-Münze oder einen Schraubenzieher. Guck mal hier, Andreas, ist schon Full LED. Also ich glaube, das war 12 noch gar nicht so. Vielleicht hat er sogar nachgerüstet. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber auch von innen drin finde ich von der Möbelkonstellation, vom Design her, ist er seiner Zeit tatsächlich ein bisschen voraus. Also das Auto steht einem neuen Auto vom Design, würde ich jetzt mal sagen, in nichts nach. Okay, plus minus. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt gleich mal die Waschmaschine sehen, dann hier natürlich auch die Fenster. Da gibt es jetzt Fenster, die komplett flächenbündig sind. Aber da geht es nicht drum. Er hat eine dicke alte drin, das hatten die alle. Genau, der hat die alte 3020 müsste er drin haben. Genau, dann natürlich. Nee, 3010. 3010? Okay, ja, du liest es ab. Okay, du hast geschummelt. Okay, hat eine 3010er drin und hat die Druckwasserpumpe halt dementsprechend drin. Die Markise, die wir eben auf der anderen Seite gesehen haben, da haben wir gar kein Wort drüber verloren. Die ist natürlich elektrisch. Ne? Gut, so hier vorne. Alte, übrigens von der Funktionalität, ich habe alte Heizungen gefilmt, die waren, ich glaube, 30 Jahre alt. Die bauen ja nicht erst Heizung seit gestern, die laufen heute noch. Also ich habe einen Kunden bei mir, der fährt einen Vario Perfekt 1200 von 2003, da ist eine 3010er drin, die läuft heute noch einwandfrei. Da wird regelmäßig alle 5-6 Jahre Kühlmittel getauscht und ich glaube, einmal ist eine neue Software draufgekommen. So, das ist die Festhangtoilette. Du riechst nichts, wenn du hier aufmachst. Nein, das ist eine Serviceklappe, falls mal der Zacker kaputt gehen sollte. Dann ist er jetzt nicht hier irgendwie Schweinerei oder sowas. Das ist jetzt tatsächlich ist von der Emaille. Der hat ja eine Keramiktoilette drin und das ist diese... Der Unterbau. Ja, genau. Okay, so, das ist das, was du normal nicht siehst. Das ist ja unten drunter. Okay. Genau, da vorne sieht man halt die Vakuumpumpe, die halt jetzt die Fäkalien abpumpt und dann in den Fäkal
Tank hineinpumpt. Und hier, das ist ja im Grunde genommen ein ganz normales Kassettenfach. Da hat ist man auch eine diese Technik reingebaut, da kommt man gut dran. Sehr saubere Sache, ohne Chemie, ja, muss man sagen. Also es ist eine chemielose Toilette wie zu Hause. Es gibt einen Fäkaltank, dann wird das wie im Septiktank. Genau, hier haben wir jetzt auch nochmal ein Staufach. Hier ganz schön durch den Bodeneinlass hier kannst du das Kabel einführen für die externe 220 Volt Versorgung. Und die Mäuse. Und die Mäuse, ja, dafür gibt es aber extra hier dieses Fach nochmal. Normalerweise muss man das da drauf machen. Ist im Moment auch nicht das große Problem. Ameisen. Ameisen. Ameisen sind das große Problem. Also wie du weißt, fahre ich ja sehr gerne mit meinem Wohnmobil in Urlaub. Und ich habe jetzt letztes Mal am Gardasee Ameisen im Auto gehabt. Also du sollst die Snickers ja auch nicht offen rumliegen lassen. Nee, weil ich diesen dämlichen Deckel in der Tat nicht drauf hatte, ja. Das bringt auch was, gell, der Deckel? Ja, normalerweise bringt der was, wenn man den denn reinkriegt. Entweder stelle ich mich gerade ein bisschen... Nee, du hast nur eine Hand, du brauchst zwei Hände dafür. Okay, ja. Mach mal gerade, weil... Jetzt habe ich es, guck, hast du eine Hand, ja, genau. So. Ganz wichtig noch, der hat einen Gastank, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, der hätte 120 Liter, aber 100 würde ich jetzt mal ganz locker sagen, weil alleine der Größe, aber ich meine, der hätte 120 Liter gehabt, der Gastank. Chassis, also, Chassis-Rost? Chassis-Rost, ja gut, okay, du siehst, er hat Unterbodenschutz drunter machen lassen. Aber komplett, oder? Ja, komplett von unten. Wir haben das Fahrzeug auf der Hebebühne gehabt, also da ist unten, sind, ich sag jetzt mal so, keine Sachen, wo man sich jetzt irgendwie Sorgen macht. Ist sauber. Der ist sauber, genau. Der geht logischerweise auch nochmal, bevor der zum Kunden geht, ganz frisch durch den TÜV, also er hat einen neuen TÜV dann auch. Ich glaube, ist ganz, ganz wichtig. Viele machen das ja nicht, weil sie sagen, ich fahre ja nur 3, 4, 5 Jahre, kostet ja ein bisschen was, aber der hier, der war für lange angelegt. Warum hat er den verkauft, der Kunde? Der hat den verkauft tatsächlich, weil die Frau irgendwann mal keine Lust mehr hatte auf Wohnmobil. Die wollte jetzt einfach mal, jetzt wieder, wo Corona vorbei ist, mal wieder in Hotels reingehen. Das war die Begründung. Ja, ganz klar. Also muss man akzeptieren. Ist nicht aber jeder. Aber in der Tat, als ich das Auto dann weggefahren habe, stand sie mit tränenden Augen da, obwohl sie eher die treibende Kraft war, dass das Auto verkauft wird. Ist das ein Deutscher? Das ist ein Deutscher, ja. Ganz deutsches klar. Fahrzeug. Okay. Deutsches, ja, natürlich. Deutsches Fahrzeug. Ein, ich sag mal, relativ großer Unternehmer aus dem Ruhrgebiet, der auch Dienstleistungen anbietet. Also ganz seriöses Haus. Okay, sehr schön. Hat der Steuer? Nee, leider nicht. Nee, leider keine Mehrwertsteuer. So, genau. Ist die Staukasten? Das ist auch wieder ein Staukasten und das Blaue, was wir hier sehen. Das Fahrzeug hat zwei Klimaanlagen. Einmal eine Unterflurklimaanlage von Truma und eine Dachklimaanlage. Ich finde diese Kombination als äußerst praktisch. Man kann, wenn es richtig heiß ist, mit beiden Klimaanlagen das Auto optimal runterkühlen und lässt in der Nacht halt eben nur noch diese Unterflurklimaanlage laufen, weil die hört man nicht laufen. Da kommt wirklich nur die kalte Luft aus den Ausströmern innen drin raus. Und die wird dann zentral verteilt. Und die wird zentral verteilt im ganzen Fahrzeug, Schlafzimmer bis vorne hin. Mhm. Ja, hier hat man dann nochmal eben die Fähr- und Entsorgungsablasshähne, also für Frischwasser, Abwasser und Fäkalien und Abwasser halt. Und hier ist dann, um den Tank im Grunde genommen auf 20% Restmenge abzusenden. Also Jungs, wenn ihr keine Ahnung davon habt, der Andreas ist Camping-Profi, der erklärt euch dann, wie man zum Beispiel entsorgt. Zum Beispiel. Es ist am Anfang wirklich, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie ranfährt und so weiter. Was ich gut finde, er hat Luftdruck, denn fahr mal an eine Tankstelle zum Luftdruck messen mit so einem 10-Meter-Teil, ist abenteuerlich. Ja, also ich mache bei mir auch den Luftdruck immer mit der Luft, die das Auto selber erzeugt. Ich fahre ja auch ein Auto mit einer Hochdruckluftanlage drin, finde ich total praktisch, ja. So, da ist die Sattanlage drin? Ja, genau, hier ist die Sattanlage drin. Hier hat er nochmal die Möglichkeit, zwei 11 Kilo Gasflaschen reinzumachen. Zum Gastank noch dabei? Zum Gastank. Also hier hat man auch selbst im Winter bei härtesten Minustemperaturen eine extreme Autarkie. Eine Duo-Kontrolle. Ja, Duo-Kontrolle ist klar. Im Sommer kommst du hier mit einer Gasfüllung einmal komplett durch. Also das ist unglaublich. Gut, der Tank ist ja eh voll. Also der hat eher mehr als zu wenig. Wir gehen aber gleich mal nach der Standheizung noch mit drin. Natürlich hat er, eine Standheizung. Basto, meinst du jetzt? Ja. Nee, die hat er natürlich nicht. Aber braucht er nicht. Braucht er, nein, das braucht er wirklich nicht. Ja. So, das Schöne ist bei der Alde, die hat ja noch ein Elektropaket mit drin. Das heißt also, du kannst ja dann nochmal mit Strom heizen. Es gibt ja Campingplätze in Skandinavien, die haben das praktisch direkt da. Die haben große Sicherung. Ja, genau. Du kannst ja bei der Alde-Heizung, kannst du eben die Elektropatrone mit 2 oder je nach Modell sogar mit bis zu 3 kW, kannst du nochmal elektrisch zuheizen. Und das hat der natürlich auch. So komme ich dann auf eine Heizleistung von gut 9 kW. Und das ist schon verdammt viel für ein Reisemobil. Und wir können hier nochmal gerade reingucken. Aber so. Da ist jetzt nur ein Reserverad halt verbaut und die Batterien vom Fahrzeug halt. Ne? Frischwasser, ich hätte den ehrlich gesagt noch gerne ausgelittert. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, der hätte 800 Liter Frischwasser.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich werde das aber, wie gesagt, auch das gerade ist reingekommen. Ich werde es wirklich auslittern, ob der wirklich 800 Liter Frischwasser hat. Auf jeden Fall muss er immens viel Frischwasser haben. Okay, also da kann man auch, klar, bei 8,8 Tonnen, was hat er? 8,4 Tonnen hat er. Man kann ihn, wie gesagt, noch auflasten. Wie gesagt, die 800 Liter, ich weiß nicht, wo der den Tank unterbringen möchte für 800 Liter. Aber gesagt hat das. Ich litt das aus und schreibe es mit in die Fahrzeugbeschreibung rein. Nächste Woche, im Moment würde der jetzt ohne die Anzahl vom Frischwasser, würde der im Netz stehen, weil es noch nicht ausgelettert hat. So, du gibst, das ist ja per Gesetz so, eine einjährige Übergabegarantie. Ja. Was ist denn da alles dabei? Alles? Ja, genau. Wir arbeiten da also auch mit einem Rückversicherer zusammen, weil ich mag nicht mit einem Kunden diskutieren, wenn da im ersten Jahr was passiert. Da ist im Grunde genommen alles, was das Chassis betrifft, ist mit drin und natürlich auch die wichtigen Komponenten im Fahrzeug, Kühlschrank, Heizung etc. Also all das, was ins Geld haut, das ist damit abgesichert. So, aber ich bin aber denn nicht mit dem Versicherer dran, sondern mit dir. Ganz also, genau. Wir wickeln das ab. Ganz genau. Das ist ganz. Also wir sind Ansprechpartner. Da wird auch nicht irgendwie Schuld zugewiesen oder sonst was. Wir sind Ansprechpartner und wir wickeln mit der Versicherung ab. Ja. So, mach mal unten bitte auf. Oben ist klar, das war der von Dings, AdBlue. Ja, genau. Der hat schon AdBlue? Ja, natürlich, das ist selbstverständlich. Der hat schon eine AdBlue-Anlage drin, da ist die Abgasreinigungsanlage dementsprechend. Also das Auto ist im Grunde genommen auf Stand der Technik zu weit. Warte, ich guck mal gerade, ob er. Ja, guck mal hier, hat eine grüne Plakette. Ja. Das ist schon mal gut. So, also ich fahre da nicht mit einem Traktor durch Stuttgart, sondern. Nein. So, die große Aufbautür mit drin. Genau, die große Aufbautür. Composite. Die Concordia, genau. Die kennt man ja aus dem Feuerwehrbereich auch raus, halt hier mit Kotschaltung. Und dann kannst du auch die Außenleuchte von außen noch einschalten. Wenn man Der Lorenz knallt so heute. Das ist unerträglich. Wahnsinn. Also wir filmen hier Mitte Mai das Ganze. 30 Grad oder so, ja. Also first come, first serve, wenn jemand Interesse hat. Wie gehen wir vor? Fahrzeuge sind ja sehr beliebt, sage ich jetzt mal hier. Kann ich hier gucken, kann ich hier Probe fahren? Ja, natürlich alles. Wir haben zwei rote Nummern da. Wenn ein Kunde so ein Auto Probe fahren möchte, was ich auch immer nur empfehlen kann, dann kann er das selbstverständlich machen. Ganz genau. So, eine Goldschmidt-Hubstützenanlage. Ja, selten gesehen. Ja, aus dem Profibereich kommt, wird oft verbaut in der Schweiz, weil da der Morillo, ich glaube auch der Concorde-Partner, die arbeiten da viel mit Goldschmidt zusammen. Ich hatte selber eine Goldschmidt. Die ist so, ich sag mal, die kannst du theoretisch auch in der Baumaschine verwenden. Es ist wirklich, also vom Feinsten dann. Was direkt ins Auge fällt, ist an der Seite der Sony, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ist ein Flach-TV. Ja, geht. Ist ein Flach-TV, der könnte auch noch mal ein bisschen mehr gebrauchen, weil der Rahmen ist ja schon relativ dick von dem Fernseher. Da gibt's ja aber funktioniert. Ja, hier funktioniert alles drin. Der hat auch eine mitführende Satellitenanlage drauf, also keine Schüssel, die dich jetzt aufrichtet, sondern hier kann man auch während der Fahrt, kann man Fernseh schauen. Das gibt's? Das gibt's. Ja, das sind diese Kugeln, die man oben drauf. Kann ich da drauf gucken? Die kommen auf dem Yachtbereich. Ja, natürlich. Ich mache jetzt hier auf und dann kannst du da deine Kamera hochhalten, dann siehst du das. Was interessant ist, du hast ein Heki, du kannst das Heki aber schnell ausstellen. So, das habe ich noch nie gesehen. Genau, mit den beiden Griffen da, ja, ganz genau. Wird aber komischerweise selten genutzt. Meistens kurbeln die Leute. Die kann man natürlich auch elektrisch nach. Ach, die kommt aus dem Yachtbereich. Aus dem Yachtbereich kommt die, ja. Und da kannst du während der Fahrt? Kannst du während der Fahrt. Da ist die kleine Schüssel ist da drin, die führt immer, führt sich immer mit und schaut, dass du halt ein vernünftiges Fernsehbild hast. Sag mal, der ist schön. Guck mal hier, das Holz ist ganz aktuell. Ja. Also ich sag mal so, der Boden ist hell. Also es sieht ja, viele haben ja Kirsche drin gehabt, aber hier ein ganz toller Holzton, der hier drin ist, ganz edel. Ganz edel, wie gesagt, hier ist noch nichts drin aufbereitet, die Sitze sind noch nicht aufgearbeitet worden. Die haben jetzt hier in der Maserung noch so ein bisschen diesen dunklen Abzeichen, aber das machen wir alles picobello sauber. Der sieht wirklich von innen aus, naja, ich sag mal nicht wie neu, das Auto ist nun mal von 2012, aber, top. Aber der wird top, als top Gebrauchsfahrzeug steht der dann. So, setz dich mal bitte auf den Beifahrersitz und dreh den mal. Okay. Dann sehe ich dich ja in Zukunft nur noch auf dem Beifahrersitz. Wir beide werden ja Touren machen, bis der Arzt kommt. Und Andreas, bis ein bisschen tief hat der Komfort-Luftsitze. Bin schon dabei, ja, der hat Komfort-Luftsitze und pumpt die gerade hoch, wenn denn noch Luft auf dem Kessel ist. Da haben wir natürlich jetzt nicht nachgeachtet, der hat keinen Druck mehr auf dem Kessel. Also, der ist im Grunde genommen ist der in Wohnhöhe hier. Ne? Wenn wir den jetzt hier drehen. Ich setze dich doch mal auf den Fahrersitz. Dann kann ich dich mal filmen. Du nimmst natürlich immer den Sitz, wo gerade nicht
Luft drauf ist, ist ja klar. Mhm. Also der hat ja eine Luftdruckbremse, das ist ein LKW. Mhm. Und die Luft verwendet der wahrscheinlich für die Sitze? Nee. Ich glaube, da gibt es eigene Kompressoren, die dafür zuständig sind. Nein, die gehen tatsächlich an die Versorgungsluft vom Fahrzeug dran. Ist natürlich über ein Schutzventil auch dementsprechend abgesichert, sodass, wenn hier mal eine Leitung bricht, ist auf einmal nicht die Bremse mehr, nicht mehr funktionsfähig ist. Aber das ist genau diese Luft, die das Auto dafür benutzt. Das sind also richtige Luftschwingsitze, so wie man das aus dem LKW auch bekennt. Mhm. Der hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, hat er drin, also im Volksmund Automatikgetriebe. Hat eine Alpine-Navigation drin, Tempomat hat da drin. Das Lenkrad lässt sich noch komplett wegstellen. Dann hat er hier logischerweise elektrische Rollos drin oder wie jetzt hier die elektrische Sonnenblende und hat aber auch noch mal ein separates Rollo vorne, wo ich den Fahrgastraum noch mal komplett verdunkeln kann. Und was der auch hat, neues Alpine, guck mal hier. Ja, ja, das ist das. Er hat ein glaub X903 drin und nee, X8000U und das war damals 2012 auf keinen Fall drin. Das gab's noch gar nicht. Nein, das war auf gar keinen Fall drin. Also hier ist auch noch mal viel Geld reingegangen und er hat hier noch mal dieses Privacy Rollo, wo du noch mal von unten nach oben ziehen kannst. Das heißt, wenn du hier drin rumläufst und bist noch, ich sag mal, halb nackig oder so, dann kannst du trotzdem rausgucken, hast das Licht im Auto drin, aber dir kann nicht jeder auf den Hintern schauen. So, das Coole bei den Fahrzeugen ist, die haben ja noch Hubraum, meistens so um die 5 Liter. Und, ich kriege jetzt einen Eurocargo, der hat 4,6 Liter. 4,7 hätte ich jetzt mal. Ja, genau. Ja. So, und das Coole ist, man sieht also auch hier der grüne Bereich, der fängt bei 1000 an. Die tuckern so vor sich her, oder? Die tuckern so vor sich her, ganz genau. Der hat natürlich ein Wahnsinnsdrehmoment, dieses Fahrzeug hier. Und das ist auch das, was das Auto dann eben, ich sag mal, so ruhig auf der Autobahn rollen lässt. Ich habe den selbst geholt, weil bei uns haben nicht so viele Leute einen Führerschein Klasse 2. Bin den selber von Herne bis hier hingefahren und es war wirklich ein Gedicht. Also hier nichts rappeln oder klappern oder dass der, ich bin auch also mehr wie 80 gefahren auf der Autobahn, der lief wirklich ruhig, perfekt. 87 nehme ich an, wie die ganzen LKWs. Ja, 88 war es. 88, okay. So, Barsitzgruppe ist für viele die Erlösung schlechthin, gerade wenn man einen Hund hat. Ja. Aber bei 2,50 Meter Breite brauchst du auch nicht zwingend einen Slide-Out. Du bist Slide-Outs gewöhnt, wenn man es haben kann. Aber guck mal, wie groß das Sofa ist. Also wenn du dich mal gerade lang machst und das Coole ist, hier vorne kannst du nämlich diese Stütze rausnehmen. Ja. Ich habe selber früher mal einen Concorde gefahren, auch tatsächlich einen 990er, allerdings mit einer Heckgarage für einen PKW drin. Ich hatte genau diese Aufteilung gehabt. Das Schöne war, du kannst nämlich dieses Fußteil oder diese Lehne hier, die kannst du rausnehmen, kannst hier halt dementsprechend dann, wenn du den Sitz gedreht hast, müssen wir das Lenkrad vorher noch hochklappen, kannst du dich schön lang machen, kannst von da aus schön sitzen, ganz fantastisch Fernseh gucken, aber man kann auch eben auch abends mal, wenn man eben jetzt nicht unbedingt Fernseh gucken möchte, sich einfach auch mal so auf der Couch hinflumeln, und zwar von hier aus, weil die einfach eine dementsprechende Länge hat. Ja? Also das ist schon ein richtiges Wohnmobil. Ne? Ja, es ist groß. Also 2,50 Breite. Geht ja bei vielen 7,5-Tonner nicht wegen dem Gewicht, weil ich sag mal, die paar Zentimeter wiegen dann wieder viel mehr. Ja. Das sind alles so Sachen. Dann, wie gesagt, richtiger LKW. Ich kriege jetzt einen Eurocargo, der wiegt leer 6,7 Tonnen, an 7,5-Tonner. Okay. Der kommt, aber wir mussten viele Kompromisse machen. Da konntest du nicht alles einbauen. Also all das, was hier drin ist, Stromgenerator, geht alles nicht. Ja, das wiegt natürlich auch alles. Das sind natürlich auch die Dinge, sag ich jetzt mal, die einen so richtig autark machen. Und was nützt einem, ich sag mal, die tollste Autarkie, was Akkus etc. betrifft. Und dann hast du dann vielleicht noch so einen 150 Liter Wassertank oder so. Wenn der jetzt wirklich diese 800 Liter hätte, das wäre schon echt ein Klopser. Da haben wir nochmal die Dachklimaanlage, wo ich eben von gesprochen habe. Hier sitzen auch diese beiden Fernbedienungen, einmal für die Unterflugklimaanlage, für die Saphir und einmal für die Dometic, die oben drauf sitzt. Nochmal die Fernbedienung, hat einen Backofen drin, also bei uns nennt er sich ja Tech Tower. Mit Ober- und Unterhitze noch. Mit Ober- und Unterhitze, das ist ja heutzutage auch nicht mehr der Fall. Und wir haben hier ein sehr, sehr schönes, großes Gefrierfach, großer 160 Liter Kühlschrank, ja, auch das alles vom Feinsten. So, hier unten ist ein kleiner Apotheker, oder was ist das? Genau, hier müsste es eigentlich so ein Flaschenfach drin sein, ja, ganz genau. Ja, das ist die gleiche Aufteilung, wie wir auch mal hatten. Ja. Wie Flaschenfach. Wir haben sehr viel Licht im Moment, deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn das eine oder andere nicht so perfekt rüberkommt. Hier sind übrigens noch Lautsprecher eingebaut im Wohnraum. Dann hast du hier... Das ist einfach nur ein Staufach. Da kann man, ich sag mal, wir hatten da früher das Geschirr beispielsweise drin. Hier fehlt jetzt noch ein Kaffeeautomat, können wir noch reinsetzen, ist kein Problem. Ganz praktisch, Geschirrspülautomat, der braucht
wirklich weniger Wasser, als wenn man es jetzt wirklich mit der Hand selber wäscht. Mach mal auf, oder? Die brauchen wirklich nichts an Wasser, die Geräte. Ne? Boah, der ist ja sauber. Der wurde ja gereinigt in. Ja, also wir haben da wirklich noch nichts dran. Das ist ein Spaß, ein Geschirrspüler. Okay, danke. Verstehst du? Der reinigt sich. Ja, so, jetzt verstehe ich den Humor. Ja. Ja, der kommt aus dem Saarland, der Humor. Ne? Genau. Dann dieses Kochfeld wird übrigens in allen aktuellen Morelos und in, ich glaube, in den meisten Concords auch noch verwendet, weil es eben gut ist. Ja, ich sehe gerade so eine Spielerei, so ein Wink mit dem Zaunfall. Das ist tatsächlich der Name des Vorbesitzers, hat er seinen Namen hingeschrieben. Ja, wie gesagt, das war wirklich ein detailverliebter Mensch und das merkt man dem Auto auch wirklich an. So, also das heißt, Ralf Schumacher hat es benutzt, ja. Das kann man ruhig sagen. Ob jetzt der Ralf oder der David auf der Kartbahn zum damaligen Zeitpunkt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil 2012 ist mein Sohn mit ihm noch zusammengefahren. Das war so die Zeit, wo ich ihn auch schon mal mit Reisemobilen dann, ich sag mal, in Spa oder in Kärnten. Du Abdrücker, das heißt, du liebst Rennfahren, oder? Ja, gut, okay. Ich komme aus dem Motorsport, bin zwar halt nie in der Region gefahren, wo die Jungs unterwegs gewesen sind, aber das ist schon so, ja, ein bisschen Benzin im Blut, ja. So, also ist ja ganz wichtig, dass man sowas liebt, aber du bist auch Kfz-Mechaniker gelernter. Ganz genau. So, und das ist auch wichtig. Und Kaufmann, da sieht man die alte Bedienung. Dann hat er das neue CBE-Panel eingebaut, das heißt, das alte raus, neue rein. Ganz genau, das alte raus, das neue rein. Ich habe das jetzt eben ausgeschaltet, weil der Gastank wohl auf, ich sag jetzt mal, Reserve ist und deswegen kommt dann immer dieses akustische Peak-Signal und das ist, glaube ich, für die Zuhörer hier. Kann man übrigens rausprogrammieren, aber würde ich auch macht ja auch Sinn. Ja, also es reicht ja schon, es wird ja immer rot, wenn irgendwas in Reserve oder Bremsen. Das ist das Original Concorde. Das heißt, der hat das wohl bei Concorde nachrüsten lassen. Ja. Das ist der. Hier sieht man also Füllstände. Hier siehst du, ist das ganz neue Bedienpanel. Das ist das ganz neue Bedienpanel. Genau, hier kannst du den Spannungswandler halt dementsprechend ein- oder ausschalten. Du kannst auch hingehen und kannst den Strom, den er von draußen zieht, den kannst du dementsprechend begrenzen. Na, warte, ich war jetzt, glaube ich, zu schnell. Mhm. Lange drücken und festhalten. Dann kannst du jetzt sagen, ich will jetzt von außen nur 6 Ampere ziehen oder 14 oder was auch immer. Der steht jetzt hier auf 16. Wenn ich jetzt eine Dose draußen hätte, die nur 6 Ampere kann. So, in Italien zum Beispiel. Ganz genau. Dann zieht er die 6 Ampere von draußen und den Rest macht er. Und puffert die zwischen. Genau, puffert er zwischen. Dann holt er sich die Energie, die da drüber ist, holt er sich einfach aus dem Akku raus. Also das ist ein Auto, wo du richtig was tun kannst. So, ich zeig mal gerade was ganz Tolles. Du hast überall Revisionsklappen für den Boden. Auch das ist nicht normal. Meistens sind die geschlossen. Du kommst an die Tanks ran. Ja, guck mal, hier ist schon so ein Riesentank. Ich vermute mal, das geht der ganze Zwischenboden hier durch. Also, wenn der recht hat, fresse ich zwar einen Besen, aber ich werde es auslittern. Nächste Woche Montag, versprochen, steht es drin. Vielleicht noch ein, zwei Takte zur Küche. Ja. Mach mal bitte auf. Ist Korian? Das ist Korian hier, ganz genau. Hier sieht man natürlich an dem Schneidebrett, dass es kein neues Auto ist. Das ist also auch benutzt worden. Aber das kann man auch, wenn man das jetzt nicht möchte. Ein 10 Jahre altes Wohnmobil wurde benutzt. Ja, genau so ist es. Ja, aber es gibt Leute, die dann sagen, na, das möchte ich jetzt nicht haben. Da muss da ein neues Brettchen halt rein. Komm, aber, wir sputen uns mal ein bisschen, dass wir da mal zeigen. Also genau, da Mülleimer. Mülleimer dementsprechend, den kannst du auch rausziehen mit Trennsystem drin. Hier ist nochmal eine praktische Schublade halt, wo man nochmal Pfannen oder sowas einbringen kann. Und jetzt gehen wir mal hinten durch. Nee, stopp, Apotheker links. Sorry, okay, war ich zu schnell. Der ist, nehme ich an, das nein, könnte das auch ist ein kein, nein, ich wollte sagen, das ist kein Apothekerschrank. Der hat hier einen der riesengroßen Kleiderschränke drin. Hier kriegst du wirklich also Klamotten rein, dicke, fette Jacken für den Wintersport. Wie auch immer, das ist überhaupt kein Problem. Hier drunter nochmal große, wirklich lang ausziehbare Schubladen. Mann, Andreas, das ist kein Witz mit dem Ralf Schumacher. Nein, das ist kein Witz. Ich mache hier keinen Scherz. Also das ist tatsächlich so, ganz genau. Genau, ich gucke jetzt hier nochmal gerade rein, ob hier auch nochmal Tank ist. Ja, das ist zu befürchten. Dass ja, der hat die 800, oder? Es ist zu befürchten, dass es zumindest unheimlich groß ist. Ja, okay. So, und dann hier Badezimmer, ja, auch wirklich so, wie es sich gehört. Das ist State of the Art. Riesen, du siehst die 10 Jahre nicht. Nein, habe ich eben gesagt, als wir draußen waren. Hast du mir nicht geglaubt. Riesenwaschbecken drin, vernünftige Armaturen drin, hier vernünftige Spiegelschränkchen, die hier unten nochmal gesichert sind, wo ich all meine Kosmetikutensilien einbringen kann. Also vielmehr meine Frau kann all ihre Kosmetikutensilien drin. Ja. Große, wirklich riesengroße Dusche halt drin. Das lässt einfach keine Wünsche offen. Toilette. So, übrigens, ja. Du warst eben mit den Schuhen kurz am Polster drauf. Der wird komplett noch aufgearbeitet. Komplett, sonst würde ich ja gar nicht mit Schuhen reingehen. Und genau, würden wir gar nicht mit Schuhen reingehen, allen drum und dran. Der kam so an. Aufbereitung heißt, wie lange ist da jemand dran hier an so einem Auto? Also an so einem großen Auto, da ist schon einer 3 Tage dran, das muss man einfach sagen. Also der muss von innen, die Polster werden aufgearbeitet, weil der Kunde, man muss nur mal sagen, das Auto kostet auch für den Gebrauchtwagen noch richtig viel Geld. Und das Alter darfst du dem nicht ansehen. Wir sind bei fast 200 Kilo. Das Schöne ist, er hat ein französisches Bett. Ja. Das ist aber
aber so breit, dass du bei 2,50 Breite da keinen Kompromiss eingehst, oder? Nee, also das Bett hat wirklich eine wahnsinnige Breite. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber ich würde jetzt mal vom Augenmaß sagen, das ist mindestens 1,60. Und vor allen Dingen haben wir hier super tolle Matratzen drauf. Ja, haben hier auch nochmal an der Seite nochmal dementsprechende Schränke, wo man Sachen reinlegen kann. Ja, gut, du merkst die 10 Meter hier. Wäsche, ja, hier, guck mal, hier nochmal. Also jetzt Fahrzeug Richtung linke Seite, Riesenschrank. Und wenn du dich jetzt umdrehst, andere Seite, Riesenschrank. Ich mach zu, pass auf. So, hier ist bestimmt hängend. Riesenschrank hier auf dieser Seite. Schau mal hier, da sind auch übrigens alle Bedienungsanleitungen, Checkheft drin. Da sind alle Services bei Iveco, bei Concorde, alle Services gemacht worden. Da ist nichts geschudert worden, Dichtigkeitsgarantie, alles durch. Der Wagen übrigens 66.000 Kilometer von Eurocargo. Mal ehrlich, da ist der mal warm gelaufen. Wir reden da über Laufleistungen von bis zu 6.000, 7.000, 800.000 Kilometern, bevor die nach Afrika gehen. Ja, ich hatte früher hatte ich einen Speditionsbetrieb gehabt, das ist schon ganz, ganz lange her. Da hatte ich tatsächlich Eurocargo drin gehabt, also noch die Generation vor dem hier. Und da haben wir so bei 360.000, 380.000 die erste Kupplung gewechselt und mit 600.000 haben wir die ausgesondert, weil sie abgeschrieben waren und dann sind die... Ja, kriegst auch Service europaweit, ja. Also das ist kein Problem. Fernseher nochmal. Hier nochmal ein weiterer Fernseher, auch hier nochmal ein Eckschrank dementsprechend drin, wo ich meine Wäsche einbringen kann. Das heißt, ich kann also Männlein und Weiblein schön getrennt. Habe hier nochmal einen separaten Regler für die Heizung im Schlafzimmer zu regeln. Das ist hier in der Ecke. Kannst du kälter machen oder wärmer? Kannst du wärmer machen, ganz genau. Der hat ja auch eine Bettheizung, hat er hier dementsprechend mit eingebracht. Jetzt hat er hier vorne nochmal zusätzlich so einen Staubsauger an die Wand montiert. Finde ich klasse. Ja, ich persönlich finde es jetzt optisch nicht so dolle, im Schlafzimmer auf den Staubsauger zu gucken. Wir gucken mal, ob wir den wegmachen können, ohne dass er jetzt eine Druckstelle an der Wand bleibt. Schauen wir mal. Ich liebe das. Also ja, ich liebe es, weil das Akku, ich meine, bis du den Schlauch aus dem Hinten rausgeholt hast und so weiter, das hat schon Grund, warum er da hängt. Ich würde mal hängen lassen, mal fragen, ob der nächste Besitzer nicht den auch liebt. Wegmachen kann man es immer noch. Ja, okay. Ich liebe auch Staubsauger. Gerade jetzt, wenn sie Akku geladen sind, aber jetzt hier so im Schlaf, finde ich ihn jetzt nicht ganz so. Ist aber meine persönliche Meinung. Das ist toll, wie wir so wie so ein Ehepaar so ein bisschen, weißt du, ich lieb's und du liebst alles das, was ich nicht liebe. Mach vorher bitte nochmal zu, dass wir mal zeigen, da ist noch eine Tür, dass ich dich nicht sehen muss jetzt. Ganz genau. Das heißt also, wenn jetzt mal nachts einer auf Toilette muss, dann kann der also den Raum hier Richtung Schlafzimmer separieren oder halt, bleib ruhig da, warte, ich mach gerade für alle, bleib da, oder halt auch von hier aus nach vorne kann ich den Raum separieren und so habe ich eben hier im Grunde genommen mein Raumbad, wo ich mich wirklich vernünftig anziehen kann, mich frisch machen kann etc. Vorne bereitet schon jemand Frühstück vor oder halt bleibt noch was länger im Bett liegen. Ja, er hat eine Jabsco Seetoilette drin, das ist eigentlich auch ganz toll, dann Handtuch, Trockner. Lieben, stehen die Frauen total drauf. Ich übrigens auch. Da habe ich immer die Socken getrocknet. Die Socken? Die Socken. Und da kannst du den Handtuchtrockner nochmal jetzt, ja. Er hat zwei Hupen drin. Das ist das ganz Besondere. Er hat einmal eine Hupe und ein Hubbett. Ja, der hat tatsächlich zwei Hupen drin. Also er hat eine ganz normale Iveco-Hupe und dann hat er noch so eine LKW-Hupe, nenne ich es. Männerhupe. Männerhupe, habe ich sie jetzt in einem Video gesehen. Genau, und dann hat er ein elektrisches Hubbett drin. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil, es ist auch schön, dass du es vielleicht jetzt erst ansprichst, die meisten werden es erst gar nicht bemerkt haben, dass ein Hubbett da ist, weil es ist so im Fahrzeugmöbelbau mit implementiert, dass es nicht auffällt. Und ich kann trotz allem... Ich zeige euch mal gerade die Dusche nochmal komplett. Ich komme sofort zu dir, ja, Andreas, weil die Dusche ist irre hoch. So, das war übrigens das Geräusch, Gastank. Ich mach wieder aus. Nee, dann kriegen wir das Hubbett wahrscheinlich nicht mehr hoch. Achso, das stimmt, du hast recht. Ja. Mach mal gerade Hubbett. Ja. Elektrisch übrigens wunderbar, weil elektrisch bedeutet... Ich müsste jetzt um das Hubbett ganz runter... Komm, das machen wir gerade noch. Okay. Einmal umklappen. Weil ich muss gleich mal eine zweite Kamera holen. Vielleicht kriegen wir es sogar noch hin. So schnell bin ich. Der zeigt nämlich schon an, es wird warm. Habe ich lange nicht mehr gehabt, Andreas. Dass deine Kamera sagt, es wird warm. Ja, weil so warm war es ja die ganze Zeit nicht. So, und das ist, ich habe das Gefühl, das Hubbett ist noch größer als das Bett hinten, oder? Keine Ahnung, ja. Ist auf jeden Fall riesig. Ich sehe, da hinten sind jetzt so ein paar Flecken drin. Also wir werden den Bezug hier werden wir rausnehmen, werden den einmal reinigen lassen, sodass wir die Flecken davor... Sind aber, kann ich direkt sagen, es riecht komplett sauber, ist keine Schimmel, da ist wahrscheinlich irgendwie irgendwas da drauf gespritzt. Das sieht aus wie Kakao. Der hatte zwei kleine Kinder gehabt. Das sieht für mich so aus, als wenn da irgendwie Kakao oder was ausgespritzt. Also ist kaum zu sehen, aber es wird alles schick gemacht. Komm, wir gehen raus, zeigen mal ganz kurz. Ihr müsst vorbeikommen nach Aldenhoven, müsst euch das Auto angucken.
Da steht er mit einjähriger Garantie, 194.500 Euro, keine Mehrwertsteuer ausweisbar. Das heißt, ein optimales Fahrzeug für Leute, die sich entscheiden, zum Beispiel in Spanien gerne mal ein halbes Jahr da runterzufahren. Da gibt es schöne Plätze. Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt auch 2 Jahre lang gemacht, waren 2 Monate da unten. Und da kann man wirklich den Winter sehr gut aussitzen. Und hier hat man dann einen dementsprechenden Platz, wo man auch ein bisschen Wohnraum zur Verfügung hat. Ja, ja, das ist wichtig. Kann ich ja was falsch machen? Nee, eigentlich nicht, nein. Also ich sag mal, die Technik, die da drunter ist, der Iveco, der ist für ganz andere Sachen gemacht. Auto hat 60.000 Kilometer gelaufen. Das ist ein Fahrzeug, kommt aus dem Heavy-Bereich raus. Also das Chassis jetzt hier, das ist für ganz andere Beanspruchungen. Wir Wohnmobilisten, wir streicheln den ja eigentlich nur über die Autobahn. Da kann nichts verkehrt sein. So, und dann die Automatik, die sorgt auch dafür, dass er eigentlich nicht überdreht werden kann. Wie ist das am Berg, wenn ich runterfahre? Brauche ich da nochmal jetzt einen Retarder oder kommt man da mit der Bremse gut hin? Nee, da kommt man mit der Bremse ganz gut hin. Der hat ja auch eine Motorbremse, also die ich nochmal einschalten kann. Dann macht er die Stauklappen im Abgasrohr halt dementsprechend zu und dann läuft er halt gegen einen höheren Staudruck an und hat so eine sehr starke Motorbremswirkung. Das hilft schon enorm. Man kann dann natürlich noch einen Retarder reinmachen, aber ganz ehrlich, ich habe das so eine Wirbelstrombremse. Ist so eine Wirbelstrombremse, das habe ich in meinem vorherigen Wohnmobil gehabt. Ja, ist eine schöne Sache. In dem jetzigen habe ich es auch nicht mehr. Ich käme im Leben nicht auf die Idee, das nachzurüsten. So ist es, ja. Steht gut hier. Wir sind in Aldenhofen, das ist in Nordrhein-Westfalen, Nähe Aachen. Und das Ganze ist, wie gesagt, wir sind jetzt hier um den 20. Mai, sind wir hier am Filmen. Unglaublich heiß ist es. Ja, es wird wärmer, so ist es, wenn ich Interesse habe. Ja. Besten dich anrufen, du kümmerst dich persönlich um das Auto? Ich kümmere mich persönlich um das Fahrzeug, ganz genau. Und Telefonnummer steht ja im Internet halt drin, unter www.billiger-wohnmobile-kaufen.de. Billiger-wohnmobile-kaufen.de, wenn ihr da nicht weiterkommt, geht einfach mal rein, Caravaning, da ist es nochmal quer verlinkt. Das Ganze unterstützt von German Television, nicht weil ich nochmal extra Geld dafür kriege, sondern weil ich gesagt habe, ey Jungs, das hat so gut geklappt. Du hast mir 2 Autos verkauft. Hier vorne ist der Kabe, der wurde gestern verkauft. Genau, der ist gestern weggegangen an ein junges Pärchen. Die haben im Moment noch so ein MAN Cut 1 als Expeditionsfahrzeug, wollen aber jetzt von dem ganz robusten in etwas komfortableres wechseln. Und so haben die jetzt 2 Tage Probe gefahren, gemacht, getan und dann gestern haben sie zugeschlagen. Ja, ja, ist ein tolles Auto. Und das Besondere war, ich habe ja mit Autos nichts am Hut. Also ich besitze die ja, fahre die dann Probe, ein halbes, dreiviertel Jahr, verkaufe die immer wieder dahin. Steht unser Morello. Du hast die aufgearbeitet, du hast die Kunden gesucht. Du nimmst dafür eine Provision, muss man sagen, wenn man das machen kann. Du kannst sie entweder im Kundenauftrag kaufen, genau. Einkaufen selber oder du kannst sie auch vermitteln. Genau, also entweder kaufen wir die Fahrzeuge direkt, da haben wir überhaupt kein Problem damit. Oder wenn der Kunde sagt, naja gut, okay, ich will jetzt den optimalsten Preis natürlich haben und jetzt drückt kein Schuh, das kann ruhig noch eine Woche oder 3 oder 4 dauern, dann können wir die auch für den Kunden im Kundenauftrag verkaufen. Dann bekommen wir eine Provision vom Verkaufspreis. Dann haben natürlich beide ein Interesse, dass wirklich das Maximalste an Preis am Markt erzielt worden ist. So, du bist Profi, faire Bewertung. Viele, ich sag mal, suchen ja die Fahrzeuge billig kaufen, teuer verkaufen. Ja. Das ist ein Geschäft. Ihr macht unglaublich viele Reisemobile. Du hast die meisten deiner Kunden kommen tatsächlich noch mal wieder, oder? Ja, also wir haben Kunden, die haben zum Teil tatsächlich schon das 3. und 4. Reisemobil bei uns gekauft. Nicht, weil die Fahrzeuge so kurzlebig sind, sondern zum Teil ein 2. Mobil dabei, also ein großes S Plus und noch ein Malibu für den kurzen Wochenendtrip mit dazu. Oder halt die wirklich sagen, wir kriegen jedes Jahr ein neues Reisemobil von dir und du verkaufst den Gebrauchten wieder für uns. Ja, Concorde Liner 990 MS, neu, kann man sagen, fast das Doppelte? Ja, ich schätze mal, dass der gut 450, 480 damals gekostet hat, also ganz bestimmt sogar. So ist das. Marein Caravaning 02464 9099 448. Ja, einfach eingeben, Marein Caravaning oder Carthago Center. Das ist eigentlich bei Neuwagen sehr stark. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. 448 ist die Faxnummer, Vorsicht, die richtige. Die Faxnummer? Ja, ja, genau, genau. Habt ihr noch Fax? Wir haben auch noch einen Fax und ausgerechnet die Nummer liest du vor, aber witzigerweise steht auch die nur drauf. Und das ist die 9099 411. Das wäre 411. Wäre die Telefonnummer oder halt eben per E-Mail oder übers Internet. Halt. Also warum ich das jetzt so betone, die billigerwohnmobilekaufen.de ist gerade, die wird eingeschaltet in Kürze. Ganz und genau. Egal, auch wenn sie noch nicht an ist, geht auf die Marein Caravaning. Das Auto ist jetzt da. Fast alle Autos haben wir am selben Tag verkauft, also beeilt euch. Mhm. Das wer zuerst kommt, mal zuerst. Und er muss natürlich auch ein bisschen Leidenschaft mitbringen für das Thema. Das merkst du aber, oder? Ja, also dieses Fahrzeug wirst du jetzt im Augenblick finden. Wie gesagt, die Webseite geht jetzt gerade erst on. Da sind wir in den letzten kosmetischen Zügen.
www.carthago-center.de. Aber wir wollen das Gebrauchtwagengeschäft von dem Neuwagengeschäft komplett trennen und deswegen stellen wir das auf eigene Beine. Im Augenblick carthago-center.de. So, billiger-wohnmobile-kaufen.de. Das Ganze könnt ihr demnächst auch googeln. Hier kommt ein Palace, den werden wir euch gleich vorstellen. Ein ganz neues Fahrzeug. Also das ist, hat fast gar nichts auf der Uhr. 6500 Kilometer und der riecht richtig neu innen drin. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. billiger-wohnmobile-kaufen.de. Andreas Marein, ihr kennt ihn ja, der Typ mit den roten Schuhen. Ich zeige es euch gerade nochmal. Du hast aber heute auch rote Schuhe an. Ne? Zeig mal deine Schuhe. Naja, aber die Socken von dir, die gehen mal gar nicht. Krieg ich jetzt eine Abmahnung? Oder? Naja, nee, für dich ist das in Ordnung. Aber die Socken, die sind echt der Knaller. Also in der Kombi würde ich mir das auch nicht als Marke schützen lassen. Ach, das ist mir gerade egal, wie die Socken sind. Hat meine Frau mir geschenkt und ja, die ziehe ich damit stolz an. Außerdem bin ich ja schon über 50. Wenn Marlene dir die geschenkt hat, können die nur hübsch sein. So, tschüss. Tschüss.